träumen mit offenen Augen wirklich wird, woran wir glauben. Ich möchte einfach Ihnen sagen, ich bin kein Imker und ich habe auch keine Ahnung von Imkerei. Und es braucht so eine gewisse Art von Charakter, den ich eben habe, eine Mischung zwischen, ich würde sagen, Selbstmordkommando und Größenwahn, dass man dann trotzdem einen Imkervortrag halten kann. Aber das ist darum, weil ich die Biene hat mich etwa jetzt 5 Jahre beschäftigt, relativ intensiv. Und der Grund war, dass ein Imker mir sagte, er möchte gerne ein Buch schreiben über Bienen, wie ich eines über Kühe geschrieben habe. Aber er könne einfach die fachlichen Dinge bringen und das Buch müsse ich dann schreiben. Und dann habe ich eben dieses Buch geschrieben mit ihm zusammen, das Martin Detlis, so der Vorsteher der Demeter-Imker in der Schweiz. Und wir haben uns dann furchtbar gestritten im Lauf des Schreibens. Also das war... Es wurde ganz anders und wir haben dann aber durch diese Wärme, die sich entwickelt hat, da haben wir doch irgendwie ist ein Buch zustande gekommen, das Sie dann später auch, wenn Sie das wollen, kaufen können. Das ist noch der letzte Werbespot. Ich habe da so, Sie können dann, wäre heute für 25 Euro zu haben. Ich würde es dann auch noch unterschreiben, wenn Sie wollen. Das war die zweite Vorbemerkung. Die dritte Vorbemerkung ist, die Sprache, verstehen Sie mich? Ja. Also einfach, das ist Hochdeutsch, sagen wir. Ja. Also muss ich einfach sagen, höher geht es nicht mehr bei mir. Und, das ist, und da kann ich so sprechen und Sie verstehen mich wunderbar. Und dann möchte ich auch noch sagen, das Ganze wird ja aufgezeichnet, das wäre dann die vierte Vorbemerkung, das wäre, wird aufgezeichnet in einem Video, das ist, habe ich erlaubt, allerdings habe ich das nur, ich habe nicht an Sie gedacht und heute in der Vorbereitung habe ich plötzlich gedacht, dass man Sie ja von hinten jetzt filmt. Und also ich werde jeweils depressiv, wenn man mich von hinten filmt, weil da hinten das Knie langsam zum Kopf herausschaut und drum. Und darum, wenn also jemand nicht von hinten gefilmt werden könnte, so machen wie ich, einfach frontal so vor der Kamera, könnte man hier hinsitzen. He? Also das wäre dann erlaubt. Und ich würde dann auch einfach auch den Kamera und Rapunzel bitten, dass wenn ich dann einmal das Zeitliche segne, dass sie dann das vom Netz nehmen. Weil ich werde dann noch davon sprechen, von dieser Metamorphose der Insekten, die eben nur funktioniert, weil sie so total ist. Und ich freue mich schon jetzt auf diese Metamorphose. Und da, wenn dann da irgendwo noch ein Film von mir herumgeistert, wenn ich gar nicht mehr da bin, dann möchte ich, und meine Stimme irgendwo ist im Netz, dann irgendwie müssen wir da ein Ablaufdatum dann drauf machen. Gut. Und das ist natürlich, ich habe mich... Auch ich bin sehr froh, dass ich, das ist eine Ausnahme, das möchte ich auch sagen, dass meine Frau mich begleitet hat. Sie kommt nicht viel an meine Vorträge, weil sie findet es nicht so spannend, ein bisschen langweilig meistens. Und sie würde dann auch die Bücher verkaufen. Und ich habe sie da beim Hinfahren hierhin habe ich sie gefragt, einfach weil das ja sonst kann ich das nicht, bin dann sonst alleine, wenn ich da so fortfahre, habe ich sie gefragt, kannst du mir ein bisschen helfen? Meinem letzten Vortrag über Bienen vor einem halben Jahr, als sie dabei war, was dir am besten gefallen hat. Und dann hat sie gesagt, ich weiß eigentlich nicht mehr, was du gesagt hast, aber die Leute waren schon zufrieden. Und das ist ja bei einem guten Politiker so, oder? Man weiß nicht, was er sagt, aber man findet es einfach wahnsinnig gut, was er sagt. Also, und darum ist natürlich auch gut, dass er da filmt. Da können Sie nachher noch schauen, was Sie so gut gefunden haben. Also das hat doch einen gewissen Vorteil. So, das waren meine Vorbemerkungen und ich möchte jetzt beginnen mit meinem Vortrag über Bienen und Ihnen die Biene auf eine Art näher bringen, die Sie vielleicht nicht so alltäglich ein paar Gedanken haben, die vielleicht exotisch sind, aber ich versuche das irgendwie an den Erlebnissen, die man im täglichen Leben haben kann, anzuknüpfen.
Nun, es gibt einen Moment im Leben eines Bienenvolkes, das nennt man normalerweise die Geburt eines Bienenvolkes. Das ist nämlich dann, das kommt dann bald diese Zeit, jetzt wir gehen darauf zu, dass wenn sich langsam der Frühling zeigt, die Winterbienen, das sind kleinere Bienen als die bisschen größere Sommerbienen, die Winterbienen, die den Winter durchlebt haben, die in einer Kugel, so etwa kleiner als ein Handball, aber größer als ein Golfball, überlebt haben, die den ganzen Winter durch sich gegenseitig gewärmt haben, auch eine Strömung in diesem Volk war, das heißt, die äußeren sind immer ein bisschen nach innen gewandert und die inneren sind nach außen gewandert und so den Winter durchlebt haben, dann auch bei den ersten Sonnenstrahlen, die so ein bisschen an den Bienenbau irgendwo geklopft haben, gingen sie hinaus, so 7, 8, 9 Grad, bereits Bienen einzelne zu fliegen, Versäuberungsflüge zu machen, kommen aber wieder zurück. Dann beginnen diese Winterbienen, beginnen so erste Brut anzulegen, schon im ersten Frühlingslicht irgendwo versteckt, kleine beginnen zu brüten und schon bald im Takt, immer ganz genau im Takt mit der Natur und im Takt mit der Bildung draußen, der Sonne, die immer stärker wird, die Tage, die wie immer länger werden, die ganze Musik, die so langsam beginnt, immer im Takt mit der haben sich diese Winterbienen verabschiedet, sind gegangen, haben den Stock verlassen, die nächste Generation sind gekommen, und jetzt wird es immer lauter, die Sonne scheint immer mehr, es hat immer mehr Tracht, die Bienen sammeln immer häufiger und langsam beginnt sich der Bienenstock zu füllen, fast dass er aus allen Nähten platzt. Und jetzt kommt der Moment, wo dann der Schwarm weggeht. Bevor der Schwarm weggeht, wird ja die alte Königin, das heißt die Königin, die schon, sagen wir jetzt vielleicht schon 2 Jahre in diesem Volk lebt, diese Königin, die muss wieder lernen zu fliegen, weil die hat nur noch Eier gelegt, 2 Jahre lang Eier gelegt. Für das braucht sie eine Fitnesskur. Da wird sie also von ihren Kumpaninnen wird sie über die Waben gejagt und ist fertig mit Eierlegen, sondern sie muss ja ein bisschen Gymnastik betreiben, dass sie wieder fliegen kann. Es gibt im Stock eine große Unruhe, weil irgendwo in der Mitte dieses Volkes haben sich die Bienen entschieden, eine neue Königin aufzuziehen. Das machen sie indem, dass sie diese Königinnenzelle schon anders füttern und vor allem, dass sie dann, wenn das in die Puppe geht, die Biene ist ja ein Insekt, das auch dieses Eistadium hat, dieses Raupenstadium, dann die Verpuppung und dann das Flugtier, wie beim Schmetterling, dass also wenn diese Königinnenzelle sich dann verpuppt, dann ist es so, dass die zukünftige Königin nicht etwa liegt in ihrer Zelle, sondern sie steht. Da kann man immer, ist ein wunderbares Beispiel zum zeigen, wie wichtig die Architektur ist. Also einfach durch diese stehende Zelle, natürlich auch mit dem anderen Futter, wird aus der gleichen genetischen Grundlage ein völlig anderes Tier. Völlig anderes Tier. Wir haben also da schon, wir sehen da schon, Bienen, die haben die Fähigkeiten, Dinge, die wir meinen, sie seien fix im Leben, aufzulösen. Aufzulösen. Müssen sich jetzt daran gewöhnen, den ganzen Abend, ich werde immer wieder von diesen Dingen erzählen, die wir meinen, sie seien im Leben fix, an die wir uns halten, an die wir uns brauchen, die wir sagen, das ist schön, jetzt wissen wir, es wird Sommer, es wird Winter, wenn ich esse, habe ich keinen Hunger mehr, wenn ich auf die Toilette muss, gehe ich auf die Toilette und dann geht es mir besser und so weiter und sonst ist es nicht so gut und so weiter. Also diese Dinge, die uns so selbstverständlich sind, Bienen beginnen alle diese Dinge neu zu bewirtschaften und kreative Lösungen zu finden. Und eine davon ist diese Architektur. Das heißt, die Bienenkönigin steht in ihrer Zelle und spätestens dann, wenn manchmal fünf neue Königinnen gezogen werden, in ihrer Weißelzelle stehen. Diese Weißelzellen sehen übrigens sehr ähnlich aus. Es gibt diese wunderbare Statue in Ephesus. Kennen Sie die Artemis von Ephesus? Die kennt man aus den Bildern mit 20, 30 Brüsten hier. Und die,
Und dann unten hat sie einen wunderbaren Kranz. Hier hat sie den Tierkreis, eine wunderbare, wie eine Wabe auf dem Kopf. An der Seite, am Kleid hat sie Bienen. Weil in diesem Tempel waren die Dienerinnen, hießen Melisse, das sind das griechische Wort für Bienen. Und sie war eigentlich die Bienenkönigin. Und die Archäologen streiten sich bei dieser Statue, die kann man heute sehen, in Ephesus noch, ist im Museum, das gehört so zum guten Erziehung eines guten Anthroposophen, dass er diese Statue sieht, weil es gibt dann so Hinweise von Steiner, dass das etwas zu tun hat mit dem Goetheanum und so weiter, und darum geht man es dann sofort schauen. Also, auf jeden Fall, diese Statue, da streiten sich die Archäologen darum, ob das Brüste sind oder Stierenhoden. Diese Dinge. Und ich kann Ihnen nur erzählen, wenn Sie es genau anschauen, das sind Bienenköniginnenzellen. Hat aber noch nie ein Archäologe darüber gemacht. Ich bin der Erste und ich bin nicht Archäologe. Aber wenn Sie zum Beispiel andere alte Statuen dieser Ephesus Artemis ansehen, die eigentlich das ganze Naturwissen der alten Welt verkörpert, das ganze Wissen verkörpert, dann sehen Sie, dass in den nicht so modernen Staaten, also wo die noch nicht so steingeschliffen und die Formen sind noch ein bisschen archaischer, es gibt auch alte Ausgaben dieser Statue, da sehen Sie, dass das eigentlich eine Weißelzelle, dass das ein Strauß von Weißelzellen ist, das da als Fruchtbarkeit und als königliche Fruchtbarkeit in die Welt kommt, an dieser Artemis. Schauen Sie das mal an. Also, und diese Weißelzelle, die ist jetzt innen dran, in diesem Volk gebildet worden und nun muss eine Teilung passieren. Und jetzt, irgendwann an einem schönen Tag, die Bienen können dann noch variieren, plötzlich wird es wieder schlechtes Wetter, dann müssen sie wieder alles umstellen und so, aber an einem schönen Tag mit viel Helligkeit, mit viel Klarheit, irgendwann an einem Morgen schießt zwei Drittel des Volkes wie aus einer Düse eines Wasserstrahls, schießt sie aus dem Loch hinaus, beginnen herumzufliegen. Viele Bienen sind dabei, die waren noch nie am Licht, weil eine Biene geht erst normalerweise am Schluss ihres Lebens aus dem Stock. Eine Biene bleibt etwa 15, 18 Tagen im Stock. Und dann ist sie vielleicht noch etwas 10 bis 15 Tage Honigbiene, die sie dann so sammeln. Aber lange, der größte Teil bleibt im Stock. Kann auch variieren. Aber auf jeden Fall sind viele Bienen das erste Mal in diesem Luftraum, die summen, brauchen ihre Flügel, die haben sie vorher schon trainiert, ich sage dann noch wie. Sie können nicht plötzlich fliegen, brauchen sie Muskulatur, die trainiert wird. Und sie warten, bis die Königin zwischen ihnen fliegt. Und wenn die Königin da ist, beginnt das zusammenzuballen, zu brausen, geht in die Höhe und fliegt weg. Manchmal gar nicht weit, irgendwo in einem Baum und so weiter. Dann beginnen, bereits haben sie Kundschafterinnen ausgeschickt, verschiedene Trupps von Kundschafterinnen. Die suchen einen Ort, gehen dann ausmessen, kommen zurück. Manchmal zwei, drei Teams von Kundschafterinnen kommen zurück und erzählen, was sie alles gefunden haben, beginnen zu tanzen auf dem Bienenkörper, der da irgendwo liegt, beginnen sie auf der Resonanz dieses Körpers zu tanzen. Die ganzen, und wahrscheinlich dieser Trupp, der am begeisterten erzählt von einem neuen Bau, der beginnt das ganze Volk mitzutanzen. Und wenn das ganze Volk denselben Tanz diesen begeisterten Botinnen tanzt, dann gehen sie dann schlussendlich in ihr endgültiges Haus. Der Imker muss aber schauen, dass er den Schwarm irgendwo im Baum oder am Zaunpfahl oder wo immer, dass er den bekommt und dann kann er ihn wieder in sein Gehäuse tun, kann ihn wieder haben und kann ihn wieder einen neuen Schwarm daraus machen. So, das sagt man eine Geburt, weil man sieht den Bienen, das Volk, auch als ein Organismus. Das heißt, man muss sich bei Bienen daran gewöhnen, immer zu fragen, von was spreche ich? Spreche ich von der Herde der Bienen? Nur ist es eine hochkomplexe Herde, werden davon gehört. Oder spreche ich vom einzelnen Bienchen? Und es ist ja spannend, dass auch die moderne Wissenschaft eigentlich von einem Superorganismus spricht, der eine eigene Organisation hat, die nicht beim Bienchen unten verortet ist, sondern dass eigentlich ein Zwischending entsteht. Wir werden das über diesen Organismus noch sprechen. So, und jetzt sagt man, das ist eine Geburt
eines Beans. Da muss ich Ihnen sagen, jetzt schauen wir noch ein bisschen genauer. Ist das eine Geburt? Was ist eine Geburt? Eine Geburt heißt doch, dass ein Körper, ein junger Körper, aus einem Mutterkörper hinauskommt. Oder dass er sich aus dem Ei, bei meinem Ei ist es schon schwieriger, wenn die Mutter ein Ei legt, wann ist die Geburt genau, oder? Also wahrscheinlich dann, wenn sie aus dem Ei schlüpft, oder? Aber es ist doch so, dass ein neues Wesen entsteht und sich ablöst und nichts mehr mit dem alten Wesen zu tun hat. Manchmal gibt es Nestflüchter, die sind schnell weg, oder es gibt ein bisschen Nesthäkchen, wie der Mensch, der braucht ein bisschen länger bei seiner Mutter. Aber es geht, ein neuer Organismus geht weg. Jetzt schauen wir, was ist dann passiert? Hier geht kein, es ist nur ein gesamter Organismus von Bienen, die sich ein neues Haus baut. Aber in der Mitte ist die Königin mit Eiern noch für 2 Jahre. Und zurück lassen sie die Brut, mit der ganzen Brut, die diese Königin gelegt hat. Und in der Mitte dieser Brut und der alten Waben, des alten Hauses, haben wir eine ganz neue Königin, die dann einmal kommt und die dann einmal auf den Hochzeitsflug geht, schon sehr bald, und dann ein neues Volk von innen erneuert im alten Haus. Also wir haben nicht eine Geburt, sondern wir haben 2 Dinge. Wir haben einen Organismus, der sich teilt. Und anstatt dass er sich von der Mitte aus teilt, teilt er sich so, dass der eine Organismus sich ein neues Umkreis baut, den neuen Bau, wo die Botinnen, einen hohlen Baum oder was immer, sich neue Waben baut, einen neuen Körper, in der Mitte aber die alte Königin. Und die anderen, die zurückbleiben, vielleicht ein Drittel, vielleicht ein Viertel, es ist verschieden, die beginnen sich von innen her zu erneuern im alten Kleid. Stellen Sie? Das heißt, wir haben etwas, was wir in der Natur sonst nie sehen. Normalerweise, wenn sich ein Organismus teilt, dann teilt sich das von der Mitte aus. Oder? Sie kennen das, die Mitte, dann kommen die Chromosomen, die legen sich aneinander, dann werden sie verdoppelt, dann beginnt vom Zentrum aus beginnt eine Teilung. So ist der ganze Mensch aufgebaut. Sie waren mal eine einzige Zelle, wenn Sie schon dabei waren, ich weiß ja auch nicht. Und sie waren eine einzige Zelle und da waren 2 Zellen, und waren 3 Zellen und dann die Brombeere und dann immer mehr und dann immer mehr und dann immer mehr und dann immer mehr. Aber die Biene, die bildet sich nicht in einer Teilung, sondern sie bilden sich in einer Art von Rundumerneuerung, die ich sonst in der Natur noch nicht getroffen habe. Schauen Sie, wir haben also einen Organismus mit einem Kern, sagen wir das Urbild der Zelle. Und jetzt bildet sich das nicht so, dass von der Zelle aus dann eine zweite Zelle entsteht und dann haben wir so und so weiter und dann haben wir dann 2 Zellen, sondern es ist so, dass die eine Zelle vom Kern aus sich erneuert, von der neuen Bienenkönigin und sich schlussendlich im alten Haus von innen her erneuert und dass umgekehrt der andere Teil sich von außen erneuert und das da innen bleibt gleich, am Anfang zuerst. Und sich ein neues, also das heißt, wir haben eigentlich, stehen Sie, eine Art fließender Übergang. Und diese Gestik des sich in die Zeit stellen ohne Brüche, stehen Sie, ohne Verschwinden, ohne Geburt, ohne Brüche, das ist Bienensprache. So, also das war so ein bisschen eine Einleitung in das, was eigentlich die Biene ausmacht. Jetzt ist die Biene ein Insekt. Zweifellos. Und es ist natürlich, wenn wir jetzt versuchen, eine Beziehung aufzubauen zu Bienen, ist es ja unheimlich schwierig. Wie soll ich zu einem Insekt eine Beziehung aufbauen? Zu einer Mücke? Wie soll ich zu... Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Da, ne? Jetzt ist das also wie soll ich zu einem Insekt eine Beziehung aufbauen? Es ist sehr einfach, eine Beziehung aufzubauen zu einer Kuh zum Beispiel. Da hat es so 2 Augen, die schauen mich an. Und dann habe ich doch mindestens
mache ich immer den Fehler, dass ich denke, es schaut mich ein Mensch an, weil ich da so gewohnt bin da, und dann spreche ich mit meiner Katze und mit meiner Kuh und sage und so. Oder ich sehe dann zum Beispiel meine Lehrlinge, die aus der Stadt kommen und dann meine Kühe putzen und wenn sie dann vom Schwanz eine geschlagen bekommen, sagen sie, und ihr, haben sie, oh, meinen sie, das sei jetzt, weil sie vorher der Kuh auf der Schuh, auf den Fuß getreten sind und sagen, ja, ich habe es nicht extra gemacht und so. Also da denke ich dann manchmal, ja, also das ist, sage ich dann etwas, hallo, das ist kein Mensch, das hat nur so zwei Augen. Das funktioniert ganz anders als du. Und wir sind ja sehr schnell bereit, immer auch diesen zwei Augen einer Katze, einem Hund, einer Kuh, eigentlich unsere eigenen Eigenschaften anzudichten. Und eine Kuh zum Beispiel, das war ja auch der Inhalt des letzten Vortrags, ich glaube, das war jetzt ein Jahr her, ist etwas ganz anderes als ein Mensch. Ich sage nichts ist schlechter oder besser, es ist einfach anders. Das Problem ist, dass man das sich getraut, man darf sich, muss sich nicht davor fürchten, sagen, dass es anders ist, wenn man meint, man sage dann, der Mensch sei besser. Das ist wieder eine andere Frage. Aber es ist anders. Es ist anders. Und wenn ich zum Beispiel vergleiche, wie eine Kuh, eine Katze, ein Hund, ein Pferd wahrnimmt, dann muss ich sagen, die haben eine Eigenschaft, das kann man genau beobachten, sie haben eine Eigenschaft, die Dinge so wahrzunehmen, dass sie ganz viele Dinge aufeinander zugleich wahrnehmen können. Also eine Kuh kann zum Beispiel mit dem einen Ohr hier hören, mit dem anderen Ohr einem etwas anderem zuhören, vielleicht der Hund, der da gerade bellt, da mit diesem Ohr kann sie den Melker hören, der vielleicht ruft. Hinten mit dem Schwanz kann sie der einen Kuh, die gerade kommt, signalisieren mit einem kurzen Schlag, hallo, komm mir nicht zu nahe, das können sie im Hinten mit dem Schwanz, das ist eine wichtige Eigenschaft. Sie können in ihrer Körperhaltung zugleich zu drei Kühen zugleich sprechen, die da um sie herum sind. Mit der Kopfhaltung kann sie da vorne eine zugleich halten und zugleich kann sie fressen. Alles gleichzeitig. Das heißt, sie schwimmt in einem Meer von Wahrnehmung. Stellen Sie sich vor, sie schwimmt in einem Meer von Wahrnehmung, alles zugleich. Darum kann man das Tier dann auch überlisten. Weil in diesem Meer von Wahrnehmung drin ist dann die einzelne Wahrnehmung ein Muster. Sehen Sie, ein Muster, das man wie ein Zeichen überlisten kann. Man muss einfach dieses Muster kennen und dann fliegt sie rein, weil sie nicht überlegt, ah, ist jetzt das Muster oder etwas anderes. Ich habe letztes Mal, als ich hier war, dieses Beispiel erzählt von den Gänsen, von dem Kreuz, das über den Gänsehof gezogen wird. Und wenn es auf die eine Seite gezogen wird, meinen die Gänse, das seien fliegende Gänse, oder? Wenn es so gezogen ist. Das kann man nicht. Also wenn ein quietschendes Kreuz an Draht in 5 Meter Höhe über den Gänsehof gezogen wird, auf diese Art, dann haben die Gänse Angst. Und wenn sie so ziehen, haben sie Freude. Was ist passiert? Auf dieser Seite ist es die Gans mit dem langen Hals, den Flügeln, und die nach Süden zieht oder nach Norden, und die wollen sie auch mit. Und auf die andere Art ist es das Schema des Raubvogels. Und das können sie nicht nur einmal machen, das können sie das Leben lang der Gans machen. Wir haben zum Beispiel mit Hühnern untersucht. Es ist ja das Problem, ist, dass wir in der Hühnerhaltung immer die Probleme haben, dass der Raum um das Haus herum völlig übernutzt ist und mit jedem Meter vom Hühnerhaus weg gehen die Hühner weniger spazieren, weil sie mit einem Auge immer aufs Tor sind, weil da oben der Todfeind. He? Das müssen Sie sich mal vorstellen. Also sie leben immer mit dem Todfeind oben. Wenn Sie so wahrnehmen würden wie der Mensch, würden Sie sofort depressiv. Würde gar nicht gehen. Das kann nicht gehen. Aber weil sie eben ein Huhn sind, ist der Todfeind einfach eine der Wahrnehmungen. Eine der Muster. Es gibt noch viele andere. Ein Korn, ein Sonnenstrahl, ein anderes Huhn. Ganz viele. Es gibt noch viele. Da schwimmt man zugleich darin. So. Und das können Sie zum Beispiel, haben wir versucht, im Forschungsinstitut für biologischen Landbau, haben wir versucht, die Hühner herauszufinden, welche Rasse der Hühner vielleicht ein bisschen toleranter umgeht mit der drohenden Bedrohung Habicht. Oder? Und dann haben wir 20 Hühnerrassen in kleinen Häuschen gehabt, haben alle einen Sender angehabt und haben mit einem Zukunftshabicht haben wir darüber den Zug fliegen lassen, Plastik, so 5 Meter hoch.
Und die Hühner sind jedes Mal, wenn der Habicht kommt, tschack, alle hinein. Und dann haben wir geschaut, wie lange geht es, bis sie wieder rauskommen, oder? Oder können wir sie mit gewöhnen daran? Oder gibt es Rassen, die sagen, oh, Habicht, gehe ich schnell rein, dann komme ich wieder raus und so. Oder, ah, gehe ich wieder rein und so. Oder gibt es Rassen, die kommen dreimal Habicht, dann bleiben sie drein und sagen, heute ist Habichtwetter, komme ich nicht mehr oder weiß ich nicht. So. Das Resultat war, es war bei allen Rassen genau gleich. Wir sahen keinen Unterschied. Das heißt, sie gingen hinein und kamen wieder heraus. Und es gab so ein bisschen ein paar frechere, aber das war nicht rassenspezifisch, sondern von etwas anderem abhängig. Nämlich, ob sie in der Jugend einmal eine habichtlose Zeit gehabt haben oder nicht. Ja? Das heißt, diese Hühner, die das Leben lang mit Habicht gelegt haben, die sind dann irgendwann so nach 10, 20 Habichtangriffen oder Erscheinungen, sind sie ins Haus und kamen nicht mehr raus und sagen, heute hagelt's Habichte oder ich weiß nicht. Oder wir sagen auf Berndeutsch sagen wir zum Beispiel, wenn es kalt wird, sagen wir, es chuelet. Gell, es chuelet, oder? Und da war auch einmal ein alter Bauer vor seinem Haus mit seiner Frau und plötzlich kam eine Kuh geflogen. Platsch neben ihn. Da hat er weitergemacht, hat die Frau angeschaut, weitergemacht, so Stumpen geraucht, die Frau hat so gestrickt. So. Plötzlich, platsch, eine zweite Kuh. Und dann hat er gesagt, komm, wir gehen rein, es chuelet. Stehen Sie? Also diese Hühner, die haben gedacht, oh, es habichtet. He? Und die kamen dann nicht mehr raus. Aber wenn dann solche Hühner waren, die schon eine Jugendzeit ohne Habichte hatten, die gingen lockerer mit dem Habicht um. Das heißt, sie mussten eine Art heile Welt haben als Kind. Haben wahrscheinlich die Waldorfpädagogen hören das sehr gerne. Oder? Man muss eine Art heile Welt haben, um den Habicht selbstbewusster in die Augen schauen zu können. Ich weiß, wie es ist ohne. Oder? So, das heißt also, diese Muster, die man da hat, und es gibt viele Muster. Ich hatte zum Beispiel einen Rab, als Junge hatte ich einen Rab, eine Krähe, und die hat dann nicht fliegen gelernt. Weil die Raben fliegen lernen, nicht nur geboren, sondern den Impuls, fliegen zu lernen, müssen sie mit einem Muster bedienen. Und das ist etwas Schwarzes, Flatterndes. Und der Rabe hat dann erst fliegen gelernt, als wir ihn auf die Fahrradstange genommen haben, dass er da gesessen. Und dann ist mein Bruder mit einem schwarzen Regenschirm vor dem Fahrrad gerannt und hat den Regenschirm auf und zugemacht. Und der Rabe ist ja. Schauen Sie, und genau das ist es, was uns an den Tieren dann auch freut, wenn wir solche Muster entdecken. Es ist humorvoll, weil sie so auf diese weil sie fliegen herein. Wir bescheißen sie ein bisschen, verstehen Sie? Ja? Wir sind immer noch der Frage, wie nimmt der Mensch wahr, wie nimmt das Tier wahr, oder? Und wir bescheißen sie ein bisschen. Ich habe zum Beispiel bei meinem Kater, er heißt Kusti, das ist mein einziges Tier, das ich jetzt noch habe, weil ich keine Kühe mehr habe, ist furchtbar. Aber ich habe Studien betrieben, es gibt etwa 3-4 Stellen Wirbel vor dem Schwanz. Gibt es eine Stelle, wenn ich ihn dort drücke, macht er so. Jedes Mal. Jedes Mal. Ich kann so langsam hingehen und dann komme ich, drücke, dann macht er so. Und ich kann das meinen Enkelkindern vormachen. Ich sage, schau mal, darfst du auch mal. Und dann macht die 4-jährige Tochter von mir, macht hinten so und drückt dann. Macht so. Die hat so Freude, weil sie merkt, Tiere reagieren auf Muster. Der Kusti sagt nicht noch 5-mal, jetzt mache ich mal links oder so, sondern immer selben Stellen. Das heißt, mindestens Säugetiere, kennen wir, reagieren nach Muster. Und was ist der Unterschied zum Menschen? Reagieren wir auch auf Muster? Selbstverständlich, es würde die Werbung nicht funktionieren. Würde nicht funktionieren. Ne? Die Werbung würde nicht funktionieren. Ein Muster zum Beispiel, das Männer ganz stark anzieht, ist so, oder? So. Das könnte ein Po sein oder auch etwas anderes. Und es gibt einen Evolutionsbiologe, der hat gesagt, die Frauen haben um die bessere Aufzucht zu garantieren,
haben sie gemerkt, dass eigentlich nur dann die Partnerwahl für die Aufzucht erfolgreich ist, wenn das ein anderer Charakter ist. Das heißt, wenn sie geheiratet werden von einem Mann, der, oder wenn sie einen Mann heiratet, der von einem anderen Charakter ist als sie. Und dieser Charakter ist aber nicht das, sondern es ist das Gesicht. Und da gibt es wirklich einen Evolutionsbiologe, der behauptet, das sage ich nur so, das ist die Wissenschaft heute, oder? Die behauptet, dass früher die Brüste weiter unten waren und die haben sich da hinaufentwickelt, um dass die Frauen bei den Männern können sagen, hallo, da schauen, hallo. Also das ist Muster, also wir sind auch alle diesen Muster ausgeliefert. Aber wir haben eine andere Möglichkeit. Wir haben eine andere Möglichkeit. Menschsein heißt jetzt nicht nur Muster, sondern Menschsein heißt jetzt noch etwas anderes. Nämlich sich fokussieren. Fokussieren. Das heißt, ich nehme nicht alles gleichzeitig wahr, sondern ich entscheide mich für eine Wahrnehmung. Zum Beispiel Sie hören mir jetzt zu. Hoffentlich. Und wenn ich ganz gut bin, dann könnte da draußen etwas umfliegen, sie würden es nicht hören. Ein Tier würde das immer hören, auch wenn er mich noch so labern hört. Denn sie, das heißt, dass sie fokussieren können, dass sie sich entscheiden können, was nehme ich wahr, das ist Mensch. Und sie sehen es bei den Tieren immer mehr, das heißt, wenn das Tier sich fokussiert, dann geht es mit der Wirbelsäule tschuck, hinauf. Eine Giraffe. Ein Reh, putsch, aufpassen. Dann beginnt sie ein bisschen diese Fokussierung, aber sie schwimmt sofort wieder dann im Muster hinein. Das heißt, der Unterschied zwischen Mensch und Tier ist in der Wahrnehmung begründet. Und da ist es viel besser zu sagen, als höher entwickelt oder weniger höher entwickelt, sondern es ist in der Wahrnehmung begründet. Der Mensch entscheidet sich, was er wahrnimmt. Und dieser ganz kleine Raum, der meistens unbewusst läuft, ist Mensch. Darum ist zum Beispiel das wichtigste Fach an meiner landwirtschaftlichen Schule, ist was? Wahrnehmungsschulung. Das ist Mensch. Sehen Sie? Da werden Sie Mensch. Wenn Sie bewusst wahrnehmen, beginnen Sie zu meditieren. Dann werden Sie Mensch. Sonst bleiben Sie im Meer und schwimmen und nehmen wahr und werden meditiert. Und wenn Sie selber beginnen, dann beginnen Sie Ihre Wahrnehmung zu schulen. Das heißt, was nehme ich wahr? Auf was will ich mich fokussieren? Vielleicht haben Sie auch schon mal erlebt, wie dann alles relativ wird. Sind wir in Sizilien gefahren und da ist vor uns ein Auto, begann ein Auto zu brennen und hat einen Unfall gemacht, hat sich gewendet und ist in die Mauer geflogen. Und ich kann Ihnen sagen, das war für uns beim Zuschauen, war das. Ich habe das Auto in Zeitlupe gesehen. Ich habe gedacht, es geht eine halbe Stunde. Kommt es an die Mauer? Kommt es nicht? Beginnt es zu brennen oder nicht? Habe ich alles Gedanken können? Wie ist das genau? In dieser Zeit habe ich schon bremsen können und so weiter. Verstehen Sie? Haben Sie auch schon erlebt? Die Zeit, wie Sie bestimmen Sie, wie Sie sie wahrnehmen. Das heißt, zur selben Zeit, wo das Auto in Zeitlupe gegen die Wand flog, hat irgendjemand die Zeit ganz anders erlebt. Die Zeit hat sich nicht angehalten. Nur die Wahrnehmung hat sich verschoben, hat sich verändert. Das ist Mensch. Dass man seine Wahrnehmungen schulen und verändern kann. Und dass man sich fokussieren kann. Dass man zum Beispiel bei diesem Satz, schauen Sie, wenn ich diesen Satz sehe, So, wenn Sie das mal von hinten bitte laut lesen würden, was ich hingeschrieben habe, Sie mit der Brille, Sie sind so aufmerksam heute. Lieber eine Taube auf dem Dach und ein Spatz in der Hand.
Habe ich das geschrieben? Was habe ich geschrieben? Zweimal und. Und normalerweise sieht man nur eines. Selbstverständlich sieht man zwei. Aber durchs Fokussieren nimmt man eins weg. Und zwar schneller, als sie wahrnehmen. Schneller, als sie wahrnehmen, sagt jemand, es heißt eigentlich als und nicht und. Erstes Irrtum. Zweitens, es hat nur ein und. Welches haben Sie gesehen? Das oder das? Das und neben das hat er einfach nicht gesehen. Da saß jemand und gesagt, das gibt es nicht. Streichen, Zensur. Sehen Sie, das ist Menschenwahrnehmung. Ein Tier würde nie ein und vergessen, wenn es lesen könnte. Aber es kann nicht lesen, weil es nicht fokussieren kann. Es bleibt beim Buchstabieren. Verstehen Sie? Leute, die nicht lesen können, sind eher wie Tiere. Nicht schlecht, nicht besser, vielleicht wunderbar. Aber sie können das Buchstabieren nicht vergessen und nicht fokussieren auf den Sinn. Und sie müssen das Buchstabieren vergessen, um lesen zu können. Und sie müssen dauernd Zensur ausüben, zur gleichen Zeit, was nehme ich wahr und was nicht. Und er hat jetzt einfach gesagt, dieses und gibt es nicht, obwohl ich es ihm hingeschrieben habe. Sehen Sie, also, das heißt, Tiere nehmen vollständig anders wahr als Menschen. Und je näher sie uns sind, wie zum Beispiel die Delfine oder die Elefanten, die uns vielleicht, oder die Raben, die uns viel näher sind in der Wahrnehmungsqualität, Raben können viel näher, sind menschenähnlicher in der Wahrnehmung als viele andere Säugetiere, sind ja keine Säugetiere. Und wir hätten ja so lieb, dass uns die Schimpansen am nächsten sind und am ähnlichsten, oder? Das ist leider nicht ganz so. Die Raben sind zum Teil fast intelligenter als die Schimpansen und so weiter. Also das ist alles, weil. Wenn der Forscher das will, dass der Schimpanse intelligenter ist, dann sieht er eben die intelligenten Schimpansen. Weil er eben auch ein Wahrnehmungsopfer seiner selbst ist, das ihm vielleicht nicht bewusst wird. Wenn ich mich in eine blonde Frau verliebe und ich über einen Platz im Bahnhof gehe, sehe ich nur noch blonde Frauen. Schwarzen sehe ich nicht mehr. Sehen Sie? Und der Mensch macht seine Wahrnehmungen selbst, sagen übrigens die lieben Quantenphysiker schon lange. Aber lassen wir das jetzt so. Und jetzt können wir zu diesen Tieren, die da so wahrnehmen, in den Mustern, zu einer Ziege, zu einem Hund, zu einer Katze, können wir. Aber wie nimmt dann eine Insekte wahr? Ein Insekt? Schwimmt das auch in diesem See? Oder ist ihre Wahrnehmung ein Teil des Sees? Ist es noch anders, als das so, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können? Gehen wir mal davon aus, wir können uns eigentlich gar nicht vorstellen, wie man mit diesen sechseckigen Augen sieht. Also vergessen Sie einmal, dass da irgendwie ein Geist drin sitzt und Sie anschaut und irgendwie fokussiert, weil das ist sowieso mal ganz anders. Bei den Säugetieren kann man noch so ein bisschen spielen, wie ich jetzt gespielt habe. Ja? Aber bei Insekten, können Sie vergessen. Vielleicht schaut der Bienen, durch die Insektenauge in die Biene. Ich weiß doch nicht. Lassen wir das mal offen. Prüfen Sie das mal. Ich habe auf jeden Fall erlebt, dass zum Beispiel die Bienen ihren Imker kennen. Es hat uns ein lieber Freund von uns, der hat uns Bienenvölker gebracht, ein biodynamischer Bauer mit so großen Händen und Bejali und so, der Fritz Baumgartner, ganz bekannter biodynamischer Bauer mit unheimlich viel Herz und Bejali, dem floss den Honig schon fast über die Hände, wenn er schon nur an Bienen gedacht hat. Und er hat so eine Beziehung, der hat immer Bejali hat er gemacht, große Völker und die waren immer gesund und geschwärmt und gemacht und selten Krankheiten, war einfach so einer. Und er hat uns dann, als wir da einen neuen Hof begonnen haben, hat er uns ein paar Völker gebracht, das sind etwa 400 Kilometer vom Genfersee zu uns, hat er am Sonntag hat er das zugemacht und gesagt, so jetzt, ihr geht zu Martin, ich bringe euch jetzt da zu Martin und hat uns gebracht und kam so am Morgen früh und kam, es war etwa so um 9 Uhr da, dann haben wir diese Bienenkästen genommen und haben sie direkt in den Obstgarten gestellt, war alles voller Obstblüte, die einen auf dieser Seite vom Dorf, die anderen auf die andere Seite vom Dorf in den Obstgarten hinein und dann kam er zu uns und dann haben wir Kaffee getrunken, haben alle Bienen abgeladen und er hat blöderweise das Fenster seines Autos, wo keine Bienen darin waren auf dem Anhänger, hat das Fenster seines Autos offen gelassen. Und als er nach 3-4 Stunden zurückkam und wir haben die Bienen je 1 Kilometer weit weggebracht, war etwa ein halbes Volk in seinem Auto drin. Toyota. Dunkelblau.
waren drin. Da hat er so haben Rauch geholt und gesagt, geht jetzt da, ihr müsst jetzt nicht mitkommen, ihr müsst nicht mitkommen. Ja, also die sind scheinbar, sind die geflogen, haben, oh, da wunderbar neu alles zusammen. Ich weiß ja nicht, ob sie gedacht haben, weiß ich noch nicht. Und dann haben sie gesehen, Toyota, Landcruiser, dunkelblau mit Genfer Autonummer. Oh, das Fenster ist offen. Gehen wieder hinein, dann muss er sie hinausräuchen aus seinem Auto. Weißt du nicht, natürlich der Geruch. Aber stellen Sie sich vor, es könnte sein, dass Fliegen Sie kennen. Wenn das stimmt. Eine Fliege vor Ihrem Haus, das sagt, oh, jetzt kommt es spät, steht heute spät auf. Aber jetzt sagen wir mal beiseite. Und jetzt müssen wir fragen, also, das können wir ja nicht wissen, weil die Insekte ist uns so fremd. Stellen Sie nur mal vor, Sie haben Ihr Knochensystem als Haut. Franz Kafka. Der Käfer. Oder? Eines Morgens weckt man auf, anstatt ein Mensch, der aus dem Bett stehen kann, bin ich ein Käfer und mit dem ersten Schritt fliege ich am Boden mit so sich langsam verhärteten Leisten. Ich kann meine Beine nicht mehr bewegen, weil sie werden immer härter und irgendwo kommt noch so ein stinkendes Ding aus zwischen den Chitinleisten und nur noch die bleiche Schwester kommt mich besuchen im Zimmer, so der Käfer von Franz Kafka, die Verwandlung von Franz Kafka. Ein Horror! Ein Horror! Aber die Insekten sehen nicht so, glaube nicht, dass die so schlecht sind. Sie haben Freude. Ich habe zwar noch nie gesehen, dass sie herumgumpeln, aber wenn man so einen Mückenschwarm im Licht sieht und so, assoziieren wir Freude und nicht nur einfach irgendwie diese Art von eingesperrt sein. Das heißt, wie kommen wir irgendwie zu einem Bezug zu Insekten? Und wir sind uns ja gewöhnt, die Tiere zum Beispiel artgerecht anzuschauen. Sie sagen, ja, eine Ziege, das ist halt ein ganz gesponnenes Tier, die geht immer an die Grenze. Das Schaf, das ist immer in der Gruppe, das frisst eine schöne Gruppe, ein bisschen tief. Und darum muss man Schaf einen Stall bauen für eine Gruppe. Und bei der Ziege muss man, wenn sie glücklich ist, muss man noch die dritte Dimension einbauen. Also muss sie noch in die Höhe gehen, dass sie dann einander böse sein kann und so. Und wenn ich eine Katze habe, dann muss ich irgendwo ein warmes Plätzchen haben, wo es liegen kann und sich aufladen kann. Und ein Hund, der muss Bewegung und muss gut dressiert sein und so weiter. Und da haben wir die Artgerechtheit. Aber was ist bei einem Insekt? Was ist artgerecht? So. Und jetzt finden wir doch irgendwie, also über diese normalen Kanäle, die wir normalerweise brauchen, um eine Beziehung zu einem Tier zu haben, wie man es vielleicht bei Fischen, ich meine die Japaner mit ihren Koi, oder die reichen Menschen, mit ihren Koi-Fischen, die sie da streicheln und der Fisch, weiß nicht, ob das, ja, aber mit einem Insekt, das geht irgendwie nicht. Und darum müssen wir irgendwie neue Wege suchen, um das Insekt irgendwie zu erkennen. Weil eine Beziehung aufbauen heißt ja erkennen. Das hat mir meine Frau gelernt. Ja, wer bin ich? Ja, nimmst du mich wahr überhaupt, oder? Das ist Beziehung. Beziehung heißt nicht, du bist das, was ich will, was du bist. Sondern Beziehung heißt, du bist das, was du bist und ich erkenne das. Darum heißt es in der Bibel, der Heilige Geist erkannte die Maria. Erkennen. Das heißt, erkennen, jemand erkennen, in seinem Wesen erkennen. Das machen wir uns auf den Weg mit den Insekten. Und da sehen wir eigentlich zwei Dinge, die uns schon einmal über alle Insekten einfach frappieren, die irgendwo auch etwas mit uns zu tun haben. Das eine ist diese Lichtverwandtschaft. Insekten haben eine unheimliche Beziehung zum Licht. Entweder zum Dunkeln, dann verschwinden sie sofort, wenn das Licht kommt. Oder? Wenn man die Platte aufmacht, Keller aus, pssst, weg. Oder sie suchen das Licht. Das heißt, sie haben eine irgendwie müssen sie diese Gefühle, die wir vielleicht haben, wenn wir das erste Mal in unserem Leben einen Sonnenaufgang sehen. Ich bin überzeugt, sie erinnern sich an ihren ersten Sonnenaufgang. Und wie das hinter dem der Horizont schwarz wird, wie von einem Scherenschnitt. Und dann immer heller, immer heller. Und ich habe dann gedacht, jetzt kommt sie. Und es kommt immer noch nichts. Und es wird immer heller und immer heller und immer heller. Und wenn sie dann kommt, die Sonne, boah, macht man die Augen zu, jetzt kann man gar nicht hinschauen.
Und dieses, wenn wir das erste Mal gesehen, was da passiert, oder wenn sie einmal in der Mitternacht, in der Weltenmitternacht waren. Ich hatte einmal das Glück, im Dezember nach Tromsø zu fahren. Tromsø ist gerade beim Nordkap. Da ist es also immer dunkel im Dezember. Da war ich auf einer Insel, da wurde es eine halbe Stunde dämmerig pro Tag. Dämmern, noch keine Sonne, nicht mal morgenrot, nur so Dämmerlicht. Und da lebte ein Adler auf dieser Insel und der konnte nur in dieser halben Stunde jagen. Der war ziemlich im Stress in dieser halben Stunde. Da mussten die Leute, die es auf dieser Insel wohnen, haben gesagt, in diese halbe Stunde müssen sie alle Katzen und alles verstecken. Kommt er sofort. Der hat unheimlich Hunger, muss dieser kann dunkel nicht jagen. Das heißt also wenn sie dann nach so 10 Tagen Lichtlosigkeit mal das erste Mal die Sonne sehen, da denken sie, dann merken sie plötzlich, wie schön dass es ist, dass es eine Sonne gibt. Was das eigentlich heißt. Was das eigentlich, das ist nicht nur körperlich, wird man, das, man geht, die ganze Seele geht auf. Und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, wahrscheinlich hat die Insekte dieses Grundgefühl auch irgendwie. Entweder negativ, dass sie die Sonne scheint, vielleicht ist es zu viel, oder sie fliegt ins Licht. Das ist mal etwas, was wir uns vielleicht ein bisschen verwandt fühlen können. Und das Zweite ist, was Insekten alle machen, fast alle, das ist eine Verwandlung. Eine Verwandlung. Und zwar eine totale Verwandlung. Also eine aus einem schmatzenden Raupe, die nichts anderes macht, den ganzen Tag. Müssen mal sehen auf Filmen, wenn Sie so Raupenmassen sehen, wie die einfach ein Gemüse einfach in 2-3 Minuten alles fressen, alles hinein und so weitergehen, so ein bisschen undifferenziert und fressen und fressen und fressen und fressen und fressen und fressen und fressen. Oder es gibt zum Beispiel, die Bauern kennen das gut, die Güllemade. Ja? So diese weißliche lange Made mit einem längeren Schwanz, oder? Der dann im Sommer im Melkstand zum Beispiel die Wand hinaufkommt und dann macht. Und meine Kinder hatten dann so, auf der Alp hatten wir Knebeli-Schiessi, wissen Sie, was das ist? Das ist einfach nur ein Loch und dann macht man dort hinein, muss man dann mal rausnehmen irgendwie im nächsten Jahr. Und da war natürlich meinen Kindern die große Angst, dass da eine solche hinaufkommt beim Sitzen, oder? Oder? Und dann konnte man, wenn man da irgendwann, wenn es dann gelingt, irgendetwas Bewegendes in die Unterhose zu kommen, und dieses weißliche, ekelhafte Ding, das da irgendwo in den Fäkalien lebt und dann langsam und doch irgendwo hinaus sich windet mit dem langen Schwanz, den sie so hinten ranzieht. Und dann, so, wenn man beim Melkstand zum Beispiel nach 2-mal hinunterwaschen und sie kommen dann wieder, so beim 3. Mal beginnen sie so in der Mitte des Hochstiegs an der Wand, beginnen sie langsam zu erhärten. Und bekommen eine harte Haut, immer härter. Und bleiben irgendwo stehen und machen eine Puppe. Da macht sie eine Puppe. Irgendwo an einem Blatt gehängt, jedes Insekt an einem anderen Ort. Irgendwo eine Puppe. Und zwischen 12 und 18 Tagen, je nach Unterschied bei Insekt, ist das unterschiedlich. Eine völlige Verwandlung. Die Puppe atmet noch einmal pro Tag. Manchmal überhaupt nicht. Absolute tiefe Narkose. Weg, abgewandt. Kein Herzschlag mehr, kein Atemzug mehr, nur noch Verwandlung. Und nach dieser Zeit beginnt sich plötzlich etwas zu bilden, was absolut ein anderes, etwas ganz anderes ist. Aus einer Raupe wird ein Schmetterling, stellen Sie sich mal vor. Aus einem fressenden, kriechenden Schlauch wird ein Flügelpaar, das in der Sonne tanzt und das eigentlich nicht mehr stirbt, weil Schmetterling können sie. Ein Schmetterling können sie leben zwischen 2 Blätter tun, es riecht nicht, keine Verwesung, der verpulvert. Das ist Staub, lebendiger Staub, der nicht verweht, mit Farben drauf. Das heißt,
der hat irgendwie eine Dimension erreicht, der macht ein völliger Umbau. Das ist nicht irgendwie ein U-Boot, das nachher fliegt, sondern es ist absolute Metamorphose. Das heißt, es wird völlig etwas anderes. Ein Kopf wird ein Fuß und noch umgestülpt nach außen. Und einfach. Das heißt, es ist nicht so, wie es vorher war. Absolute Verwandlung. Und da sehen wir das ja auch als Bild von uns, auch als Sehnsucht von uns. Es gibt ja viele, wir gehen dann in Retretten und wollen uns verwandeln und nehmen uns vor, von morgen an nicht mehr rauchen und so. Und wir sind immer noch die gleichen. Und wir sind zwar in der Nacht, müssen wir uns ein bisschen hingeben, aber am Morgen legen schon wieder die Kleider an, die ihr hingelegt habt. Wachen auch immer im Bett auf, das wir gemacht haben. Oder meistens, ja. Auf jeden Fall, in das wir uns gelegt haben. Also auf jeden Fall ist es so, dass diese Totalität der Verwandlung, das ist ein tiefer Wunsch, ähnlich wie das Licht. Das ist ein tiefer Wunsch. Und die Insekten leben diesen Wunsch. Stellen Sie sich vor, die leben diesen Wunsch dauernd. Das heißt, sie machen einen Dimensionswechsel im Leben. Den können wir nie, wenn wir sprechen zwar immer davon, in den Religionen spricht man über und von den Dimensionswechsel. Aber das Problem ist ja immer der, dass er dann in den Religionen nicht wirklich gemacht wird. Das heißt, man verspricht dann, anstatt eine andere Dimension, verspricht man dann ein Paradies mit 50 Jungfrauen darin und relativ weltlichen Gelüsten, die dann dort befriedigen. Das geht nicht, das ist kein Dimensionswechsel, verstehen Sie? Dann nehmen Sie die Vorstellungen der Raupe mit in den Schmetterling. Können Sie nie fliegen? Können Sie nie fliegen? Der kann nur fliegen, weil er alles zurücklässt, was die Raupe macht. Das heißt, ein absoluter Gang durchs Null in eine völlig neue Welt, also mehr als mit dem Gummiseil über die Klippen springen, sondern einfach wirklich Verwandlung. Das ist im Insekt omnipotent vorhanden. Immer da. Sein ganzes Ziel geht daran, es gibt ein Vorher und Nachher. Das heißt, dieser Dimensionswechsel, den wir eigentlich sonst so irgendwo uns am Leben anfangen und Lebensende erhoffen, ist bei Insekt integriert. Wir haben irgendwie eine andere Zeit leben, für die gibt es nicht irgendwie die Zeit und dann das, sondern man muss jetzt ein bisschen an das denken. Schauen Sie, was ich Ihnen am Anfang gesagt habe, an dieses sich verändern ohne Brüche. So. Und es gibt ein Naturprodukt, das ewig haltbar ist. Wissen Sie, was das heißt? Honig. Honig können Sie ewig haltbar machen. Ist zwar aus etwa 1000 verschiedenen Substanzen zusammengemacht, man weiß noch nicht alles, was da alles drin ist, aber ist ewig haltbar. Milch geht nicht. Das heißt, wir sind da bei Insekten irgendwo an einem Dimensionswechsel angekommen. Und es geht noch weiter, schauen Sie. Man hat neuerdings die Hirne untersucht von Bienen. Die Hirne von kleinen Bienen untersucht. Und in den Bienenhirnen gibt es auch dasselbe wie in unseren Hirnen, gibt es eine Zeit, wo das Hirn sich plastiziert, das heißt, dass er lernt. Das ist bei uns zum Beispiel in den ersten 3 Jahren so. Gehen, sprechen, denken. Wir haben nie so ein aktives Gehirn wie dann, wird alles neu zusammengemacht. Und da gibt es ein Hormon, das Ganze steuert, verschiedene Hormone. Man nennt die juvenilen Hormone, also die Jugendhormone, die das Hirn jung machen, dass es sich neu auf Situationen einstellen kann. Und jetzt schauen Sie, jetzt hat man vor etwa 4 Jahren entdeckt, dass die Biene mit dem Alter immer mehr juvenile Hormone macht. Also die lebt hirnmäßig sich in die Jugend hinein. Sieh mal vor. Das heißt, die Biene kommt mit einem älteren Gehirn auf die Welt, als sie stirbt. Klar ist es zeitlich hintereinander, aber physiologisch hat sie mehr juvenile Hormone. Ist auch richtig so, weil die Biene macht die komplexesten Aufgaben am Schluss des Lebens. Am Schluss. Zum Beispiel eine Blüte anfliegen gegen den Wind. Und dann noch landen. Und das Allerschwierigste, was eine Biene in ihrem Leben macht, ist Wasser holen. Wasser und dann muss sie an Boden. Macht sie sonst nie. Und da braucht sie eine ganz neue Flugtechnik, die sie sonst nicht so beherrschen muss, weil sonst kann sie sich von der Blüte immer ein bisschen fallen lassen. Aber wenn sie Wasser holt, muss sie an den Boden und dann muss sie mit dem kalten Wasser muss sie wie ein Helikopter starten. Also nach aufwärts starten, kann nicht mehr sich fliegen lassen. Und das ist hochkomplex und das macht sie am letzten Tag und viele Bienen sterben davon, aber es ist nicht so schlimm, weil sie wären einen Tag sowieso später gestorben.
Ja, das ist Biene. Schauen Sie, das ist wie wenn der Putin und die Ukrainer die 90-Jährigen in den Konfliktherd schicken würden. Ja, ich bin überzeugt, die hätten sofort Friede. So, aber nein, man bringt die Jungen, oder, die noch nicht über die Metamorphose, keine Verwandlung vor sich haben, und die kann man aufeinander losjagen. Aber bei der Biene ist es anders. Das heißt, die Biene macht die gefährlichsten Dinge am Schluss. So. Also, jetzt kommen wir so langsam ein bisschen in das Gefühl ein, was haben wir da für ein Wesen vor uns? So. Und da kommt auch noch dazu, schauen Sie, dass die Biene jetzt, was auch ganz speziell ist, sie finden zum Beispiel auf der Welt 5000 Kuhrassen. Sie finden fast hinter jedem Tal eine neue Pferderasse. Das gehört jetzt langsam auf. Ziegenrassen, alles. Katzen finden sie viele, alles. Delfine gibt es an jedem Strand ein bisschen eine andere Spezies. Bienen gibt es sehr wenige. Es gibt etwa 4-5 Bienenrassen auf der Welt. Es gibt wenige. Es gibt die europäische, gibt es glaube ich 2, dann gibt es die indische, gibt es die ägyptische, da gibt es noch eine und so weiter. Also es sind wenige. Also das heißt, sie sind dort viel globaler. Aber die Biene kann ihr individuelles Volk unheimlich frei gestalten. Zum Beispiel wie? Das heißt zum Beispiel, die Biene kann, wenn sie jetzt da ein Brutnest haben, so denken Sie sich da ein großes Brutnest mit diesen Waben von oben, oder? So, diese sechseckigen Waben, und da haben Sie überall diese Waben. Da beginnen schon die Königin beginnt nicht in jeder Zelle ein Ei zu legen, sondern sie lässt manchmal eine Zelle frei. Und das ist schon ganz wichtig, nach welchem Gesetz lässt sie eine Zelle frei. Und diese Zelle, die sie da frei lässt, und ich mache jetzt da noch ein bisschen mehr, dann können wir da, sie da umgeben, he? Das wäre jetzt zum Beispiel die, he? Die lässt man frei. Und da überall hat es dann kleine, junge Bienenbrut. Und wenn jetzt diese Bienenbrut so groß ist, immer größer geworden ist, immer größer, dass sie in der Zelle fast keinen Platz hat, dann macht man einen Deckel drauf und dann hat sie ihr Puppenstadium. So. Und das ist frei. Und an diesem Ort geht jetzt eine Biene hinein, die kriecht da hinein. Diese Größe ist nämlich genau der Bienenkörper, das ist schon so gemacht, das ist zugleich die Schablone, um die Waben zu bauen. Die werden ja nicht von Wachs irgendwo hergeholt, sondern das Wachs wächst den Bienen aus dem Körper heraus. Stellen Sie sich vor, das ist ein Bauarbeiter, dem die Bachsteine aus den Händen wachsen. Ja, stellen Sie sich mal vor, aus den Händen. Oder? So, und hier in diese Wabe geht eine sogenannte Heizerbiene, das ist ein bisschen ein blödes Wort, ich finde dann vielleicht noch ein besseres, aber der wunderbare Bienenforscher Jürgen Tautz nennt die Heizerbiene. Da geht eine Heizerbiene hinein, die passt da hinein, die geht da so hinein, und dann klinkt sie die Flügel aus, das kann die Biene. Die Biene kann die Flügel ausklinken, wie sie beim Auto den Gang hinausnehmen können. Klingt sie die Flügel aus und gibt Vollgas. Das hört ihr. Und ohne das Fliegen, das ist die zugleich gerade das Trainieren der Flugmuskulatur, ohne zu fliegen, oder? Weil später müssen sie das können. Gibt Vollgas, hat zugleich einen Fühler, wie warm es ist, mit einem Organ, das genau weiß, wie warm es ist. Und wenn es zum Beispiel etwa 38 Grad hier ist, sie kann selber bis auf 42 Grad hinauf ihren Körper. Wie wenn ein Auto, oder wird der Motor auch warm, wenn sie fahren, einfach Vollgas geben. Müssen sie mal versuchen vielleicht. Vielleicht den Nachbar vorher informieren, was sie jetzt machen. Oder? Sie einfach auf dem Parkplatz stehen und Vollgas geben. Und dann schauen, wie warm der Motor wird. Das macht die da. Und wenn sie zum Beispiel da 38 Grad hat, dann ist sie plötzlich still.
Und wenn sie dann wieder misst, ah, jetzt geht es wieder auf 38,5, macht sie wieder ganz laut, bis es wieder genug warm ist. Und das ununterbrochen macht sie das. Sie kann das etwa 20 Minuten lang Vollgas geben. Es ist für die Wissenschaft noch nicht klar, warum sie ihren eigenen Körper nicht verbrennt und nicht an den 42 Grad, die sie wird, die Eiweiße sich zersetzen normalerweise. Das ist zum Beispiel das Problem bei der Kuh, dass die Kuh schon 39 Grad hat und mit 42 ist schwierig. Und die Kuh hat nur 3 Grad zwischen Tod und Leben und der Mensch hat 6. Und darum ist die Kuh ja in der Hitze, hat sie ein bisschen Problem, muss sie kühlen, darum braucht sie Hörner als Kühlrippe. Ja, es ist so. Je heißer die Umgebung der Kuh, desto größer die Hörner. Können Sie genau schauen auf der Welt. Das ist die Kühlrippe. Das ist ganz wichtig. Brauchen Sie unbedingt. Sonst bringen Sie diese 3 Grad nicht. Sie haben nicht so viel Elastizität dort. Aber die Biene, die kann jetzt hier wählen. Will ich, dass da drin eine Winterbiene herangezogen wird oder eine Sommerbiene? Und bei der Sommerbiene gibt sie mehr Gas. Die braucht mehr Wärme und da gibt es eine andere Biene als eine Winterbiene, die manchmal etwa 10, 12 Monate lebt oder die Sommerbiene, die etwa 1 Monat lebt. Stellen Sie sich vor. Und das macht sie nur mit der Wärme hier. Das heißt, die Bienen wärmen sich ins Leben. Das heißt, was ist Wärme? Was ist Wärme? Stehen Sie? Wärme ist Zuneigung. Immer. Seelische Wärme, körperliche Wärme, Sonnenwärme. Das ist der Mensch, es entwickelt sich etwas, Wärme. Und die Biene liebt ihre Schwestern ins Leben. Und je nachdem, wie viel Wärme das sie gibt, kann sie auf der Genetik Klavier spielen. Weil es werden genetische Veränderungen bei der Biene ausgelöst, durch die zwischenbienliche Wärme. Verstehen Sie? Das heißt, die machen da Gentechnologie. Ja, die machen Gentechnologie. Die stellen gewisse Gene ab, andere bringen sie an, nur durch Wärme. Durch Wärme. Ist wahrscheinlich die Zukunft. Verstehen Sie? Wahrscheinlich ist das die Zukunft. Das heißt, durch Beziehung zur Natur werden wir die Natur so verändern können, dass sie mit uns zusammen auf den Weg geht. Und nicht durch diese kalten Dinge mit Handschuhen. Da sehen Sie, wenn Sie einen Gentechniker zuschauen, oder? Da hat er eine Brille an und weißes Gewand und noch 3 Gläser und noch 2 Eisenarme und irgendwo da vorne hat er die Natur als Zelle und macht durch das ganze Ding und alles wächst. Nichts mit Wärme zu tun. Nichts mit Wärme. Weder seelische Wärme, noch körperliche Wärme, noch physische Wärme, nichts, ist alles kalt. Ich will mit dir das machen. Das ist nicht erkennen. Wärme hat zu tun. Jemandem Wärme geben heißt, ich erkenne dich. Schön, dass du da bist. Halleluja! Wenn du nicht da wärst, dann würde mir etwas fehlen. Das ist Wärme. Kälte heißt, kommst du auch noch? Oder? So. Das heißt, dieses Lebenselement, dieses Lebenselement, die Biene benutzt dies als Gestaltungselement in ihrem, um sich die genetische Vielfalt zu holen. Und die Biene selbst ist nicht genetisch vielseitig. Ich habe gesagt, es gibt nicht viele Rassen. Es gibt nicht 5000 Bienenrassen, Honigbienen. Es gibt ganz wenige. Aber die Gestaltung ist hier. Schauen Sie. Und jetzt sehen Sie plötzlich, da sind wir auch verwandt. Nicht in der Wärme, das lernen wir gerade, sonst könnten Sie es jetzt nicht verstehen. Wir sind genau an diesem Punkt jetzt. Wir sind genau an diesem Punkt zu fragen, wie viel Empathie braucht die Natur eigentlich noch von uns? Oder können wir einfach kommen und alles nutzen, was wir wollen? Das ist ja die Frage. Oder? Das ist die Frage. Und darum ist es ja, wir haben ja auch noch etwa 3000 Jahre Zeit, um das zu lernen, weil die Welt so viel Empathie zu uns hat. Und uns diese Möglichkeit gibt, eben diese Fokussierung, diese Wahrnehmung, Fokussierung zu machen. Oder? Und dann das noch als Wärme einzusetzen. Da wären wir dann bald bei der Biene. Das heißt, wir sehen auch, dass die Biene auch diese Möglichkeiten hat. Ein Wesen ist, das eigentlich in der sozialen Gestalt Möglichkeiten hat, die wir sonst nur beim Menschen sehen. Wenn Sie zum Beispiel alle, schauen Sie, wenn Sie alle Vorderextremitäten der Säugetiere, der Flügel eines Adlers,
die Flosse eines Delfins, den Huf eines Pferdes, die Tatze einer Katze, das reimt sich noch, die Pfote eines Hunds, das reimt sich nicht, die Pfote einer Lofote, nein, die Pfote eines Hundes. Wenn Sie das alles, wenn Sie alle diese Vorderextremitäten im Computer als Umriss eingeben und den Computer, das kann man heute, dazu bringen, das arithmetische Mittel zu finden, zwischen all diesen Vorderextremitäten, kommen Sie auf die menschliche Hand. Das heißt, wir sind das nicht spezialisierte Tier. Sehen Sie? Und die Biene ist das nicht spezialisierte Insekt. Es hat sich einen Gestaltungsraum gelassen. Und jetzt schauen Sie mal ein Insektenbuch durch. Kosmos Insektenführer. Sehen Sie Käfer, Sie sehen Mücken, Libellen, Sie sehen Heuschrecken, Sie sehen Schmetterlinge und Sie sehen, aha, irgendwann hinten kommen dann die Wespen und dann hinten kommen die Bienen. Und wenn Sie dann die Bienen sehen, dann haben Sie das Gefühl, das ist weder ein Käfer, noch ein Schmetterling, noch eine Mücke, noch ein Heuschrecke, sondern irgendwie alles zusammen. Die Heuschrecke in die Trockenheit, die Mücke in die Flüssigkeit entwickelt, den Schmetterling in die Luft, der Käfer in den Boden und die Biene behält ihre Gestaltungsmöglichkeit. Und da sehen Sie, dass zur selben Zeit, wo der Mensch angefangen hat, sich aufzurichten, seine Fokussierung zu entwickeln, seinen Entscheidungsraum freizuspielen, was nehme ich wahr und was nicht. Das ist eine ganz kleine Entscheidung, eine ganz kleine Freiheit, die da ist. Was entscheide ich mich, wo fokussiere ich mich, wo nicht. Mit der Aufrechte langsam dieses Freigespielt, dass man da so frei entscheiden kann, mit dem Kopf da und so weiter, dass ich da entscheiden kann, wie fokussiere ich, was nehme ich wahr. Zur selben Zeit hat sich diese Biene auch nicht spezialisiert, sondern hat sich sozialisiert und eine perfekte soziale Organismus gebildet, der perfekt auf den Ort und auf den Standort eingehen kann. Und schauen Sie, was für eine atemberaubende Entwicklung dieser Bienen gemacht hat. Der Bienen wurde zum Wirbeltier. Ja, was ist ein Wirbeltier? Ein Wirbeltier ist einer, der sein Gerüst in sich hat und aus dem eigenen Körper baut. Das macht der Bienen mit der Wabe. Und draußen der Körper. Das heißt, er hat den Trick des Wirbeltiers, der Gesamtbienen. Zweitens, der Bienen wird ein Warmblütler. Ein Warmblütler. Das heißt, sein Körper, sein Organismus ist immer in dieser Wärme, Winter ein bisschen kälter, aber er strebt diese 36 Grad an, die sie mit dem Warmblütler haben. Und er ist unabhängig von der Umwelt. Lange hat man gedacht, ja, die Bienen sind warm, weil die kommen aus den Tropen und irgendwie der Darwin hat und die Benefit of the Fittest hat dann diese ausgelesen, die ein bisschen warm waren, das haben sie halt noch irgendwie, und als es kälter wurde, hatten die, wo die warm sind, ein bisschen Vorteil und so wurden sie halt warm, oder? Aber inzwischen weiß man, dass die Bienen in den Tropen kühlen, weil sie eben 36 Grad wollen, weil das eine ganz bestimmte Temperatur ist irgendwo, nämlich die des Warmblüters, wo viele Dinge eben in der Eiweißgestaltung und so weiter vor sich gehen, die sonst nicht gehen. Das heißt, der Bienen ist ein Warmblüter, obwohl die Biene ein Insekt ist. Drittens, dritter Schritt, Säugetier. Der Bienen ist ein Säugetier. Die Bienen nähren ihre Jungen aus Kopfdrüsen, nicht da hinten, sondern aus Kopfdrüsen, mit Bienenmilch, eine Art Körpersekret, das genau die gleichen Vorteile hat, wie wir das beim Säugetier kennen, nämlich, dass die ganze Umgebungsimmunologie über die Mutter, über die Milch dem Kind gegeben wird. Die schon einmal einen Vortrag gehört haben von mir über Kühe, kennen Sie das? Das heißt, ein Kalb wird immunologisch von der Mutter an der Milch über die Straße geführt, verstehen Sie? Weil zwischen Milch geben und saugen ist eine Beziehung da und die Mutter kann
dem Kind über die Milch eben die Gegend erklären und ihm zeigen, wie es sich verhalten muss in den ganzen Krankheiten. Und das kann die Biene auch über den Kopf. Eine Kopfmilch. Das heißt, die Biene ist ein Säugetier mit allen Vorteilen, mit aller Möglichkeit, eigentlich die Krankheiten zu lernen. So, und jetzt denken Sie sich, der nächste Schritt ist jetzt irgendwie, den können wir nicht nachvollziehen, weil wir sind da stehen geblieben. Da kommt eigentlich ein bisschen Ewigkeit. Das ist das eine. Das heißt, schauen Sie, Sie können eigentlich einem Bienenvolk begegnen, das schon bei Ramses da war. Es hat sich nur so eigenartig halb geteilt, halb gestorben, halb geboren, oder? In dieser Zeit. Das heißt, die Biene, und schauen Sie, bei der Biene gibt es keinen Abfall. Was heißt das, wenn es keinen Abfall gibt? Das heißt, alles, was ich tue, tue ich aus der Zukunft heraus. Sehen Sie, wenn ein Förster durch einen Wald geht und sagt, dieser Baum muss weg und den lasse ich stehen, dann sieht er vor sich den Wald in 200 Jahren. Ein guter Förster, oder? Da macht er die positive Auslese. Das heißt, er ist mit seinem Bewusstsein in der Zukunft und handelt in der Gegenwart. Sehen Sie? Und dem sagt man nachhaltig. Das ist nachhaltig. Sehen Sie, wenn Sie sich der Taten bewusst sind, die Sie tun. Das heißt, Sie sind in der Zukunft und handeln in der Gegenwart. Wir sind meistens das Umgekehrte. Wir sind in der Vergangenheit, wir sind das Fotoalbum. Ja, ich bin halt so und ich habe es immer so gemacht und ich habe es jetzt das so, oder? Und so. Und das machen wir so. Oh, Scheiße, jetzt habe ich einen Blödsinn gemacht, jetzt muss ich das lernen, wie ich das mache. Das ist, weil ich aus der Vergangenheit lebe. Aber ich gehe mal davon aus, die Biene, und das sehen Sie an allen Ihren Handlungen, lebt aus der Zukunft in die Gegenwart. Das heißt, es kommt da etwas Umgekehrtes entgegen. Es kommt uns eigentlich das Zukünftige in den Bienen entgegen. Vielleicht ist es darum, warum Albert Einstein gesagt hat, wenn die Bienen 4 Jahre keine Bienen haben, die Menschen keine Zukunft. Vielleicht sind die Bienen die Zukunft. Vielleicht bringen sie uns die Zukunft. Verstehen Sie? Das heißt also, wir haben der Bienen selbst hat sich auf einen Weg, kommt uns entgegen mit einem völlig anderen Bewusstsein, mit einem ganz anderen Sein, das irgendwo über eine Grenze bereits gegangen ist, kommt rückwärts mit jünger werdenden Gehirnen, nimmt alle Tricks, die wir haben als Einzelmensch und macht daraus einen sozialen Organismus und begegnet uns heute an dem Ort der Welt, der wir heute stehen. Das ist Biene. Wenn Sie noch Fragen haben, können wir noch ein bisschen sprechen, aber ich habe jetzt sehr lange gesprochen. Für die Schweiz wäre es schon ein bisschen zu lange gewesen, aber in Deutschland ist man's ein bisschen, reden die Politiker 2-3 Stunden. Ja, herzlichen Dank.